Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte kurz darauf Aufmerksamkeit machen, dass ein Genosse von uns in Kurdistan, der besetzte Teil von Iran, in Gefahr von Hinrichtung steht. Sein Name ist Ramin Hossein Panahi und ich wollte hier mit euch unsere gemeinsame internationalistische Solidarität zeigen mit ihm und mit ihrer Familie, mit ihm und mit seiner Familie. Und das ist also klar, dass was mit den Kurden in diesen vier Ländern passiert. Und wenn im Iran ist die Situation viel schlimmer, weil dort wir einfach hingerichtet werden. Deswegen, ich wollte mit euch gemeinsam unsere Solidarität mit ihm zeigen und hoffentlich diese Hinrichtung verhindert wird. Hoch die Internationale!